Hallo Zockerfreunde, es geht mal wieder weiter mit Fallout 4, aber mit meinem anderen Spielstand, da ich mit dem Let's Play Spielstand da nicht wirklich alles an Baumenü habe. Das wisst ihr ja inzwischen, habe ich mir ein bisschen was kaputt gemoddet. Es ist ja der neue DLC endlich raus, der WarTech Workshop. Und ich habe schon, als ich gejoint bin in dem Spiel, habe ich schon gesehen, dass ich da hier eine neue Nachricht habe. Eine Nachricht von WarTech. Stell das Radio auf den Funkleitstrahl von Vault 88 ein. Tun wir das. Da. Dies ist ein Notfallsignal aus Vault 88. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Hilfe leisten. Gut, machen wir das erstmal aus, weil das wird uns auf der Karte mit Sicherheit schon angezeigt. Oder auch nicht. Warte mal. Das da wird sein. Das heißt, da will ich hin. Das machen wir. Ja, Moment. Ich würde sagen, von da aus. Ne? Also hier. Vom Hyde Park. Jo. Gehen wir vom Hyde Park aus dorthin. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das heißt, wir müssen da WarTech Hilfe leisten. Wie auch immer. Da müssen wir hin. Die Richtung. Okay. Ich habe was gehört. Nein, hast du nicht. Wir müssen weiter in die Richtung. Also. Ich hoffe, hier sind wir. Ja, doch. Zeigt sie unten an. Wir sind auf jeden Fall richtig. Theoretisch kann ich unsere Markierung auch wegmachen. Weil die brauchen wir ja nicht mehr. Nein. Warte mal. Kann man das irgendwie Markierung entfernen? Genau. So. Was mache ich denn? Ich sollte nicht zu viele Games auf einmal spielen. Das steht schon mal fest. Weil da kommt dann nur Blödsinn bei rum. So, ich habe natürlich jetzt keine Powerrüstung an. Wir müssen auf jeden Fall da rein. Komme ich da irgendwie? Nee. Da nicht. Aber hier geht. Gut. Ich hätte vielleicht eine Powerrüstung mitnehmen. Bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmassen und weniger Haare. Ja. Das ist doch schön. Echt, jetzt bist du da reingefallen? Nicht im Ernst. Okay, wir sind hier. Ich hasse es, wenn sie betteln. Entweder du oder ich. Nichts Persönliches. Mann. Ich hoffe, der nächste macht einen sauberen Abgang. Da ist nichts mehr. Der nächste macht keinen sauberen Abgang, der lässt dich abgehen. Ja. Sag mal, treffe ich dich nicht? Ja, der wird auch da bleiben. Den wirst du nicht los. So. Da irgendwo muss das sein. Was? Von wo schießt denn der? Ach, da ist er. Komm, steck die Rübe nochmal raus. Komm. Ja, hier, komm. Verabschiede dich von der Welt. Noch immer in einem Stück. Meine Fresse. Ja, wir nehmen alles mit. Nee. Komm, wir wollen doch eigentlich in die Vault. Wir sind hier nicht. Da sind sie wieder. Ja. Die sind nervig. Echt nervig. Gar nichts tust du. Komm mal rein hier, Spacken. Oh, da war was zu entsperren. Ich dachte, das hätte ich schon mal entsperrt. Ich war doch schon mal hier. Das wär's. Nee, war ich nicht. Nee, war ich nicht. Sonst hätten wir den Ort ja... Ach komm, Lecco Mio Arscho Blanco.
Ich gehe da jetzt rein. Ist mir völlig egal. Ich warte doch nicht ewig, bis ihr da irgendwann mal um die Ecke kommt. Ne? Hört sofort auf. Was? Womit? Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Okay. Verschwindet sofort. Oder ihr werdet so. Es bereuen. Was? Wo ist denn noch einer? Vault-Tec wird Vandalismus nicht dulden. Journalisten auch zum Alltag gehört. Genau. Wir dulden keinen Vandalismus. Wenn, dann vandalieren wir. Wir vandalieren da rein. So. Aufgeräumt. Und. Geht's auf die Tür? Jo. Gut, dass wir einen Pip-Boy haben, ne? Tja, Jungs, hättet ihr mal einen Pip-Boy gehabt. Du hast einen Pip-Boy? Ja, hab ich. Moment. Gehörst du zu Vault-Tec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Das weiß ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Die Werkstatt? Geh zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Okay. Ja, ja, gib das Ding her. Oh. Das war euer letzter Fehler. Echt jetzt? Es war schwer, die muss das ausgerechnet so einer sein, wo ich keine. Ich saß hier so viele Jahre. Powerrüstung dabei habe. Aber du kannst Dr. Braun versichern, falls er denn noch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ich bin bereit. Ey, du Sack, ich habe keine Powerrüstung. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Okay. Echt mal. Mitnehmen. Hey, sauberer Schuss. Ja, ja. Es gibt Ärger. Ach was. Der tut keinem mehr was. Glaube ich. Komm. Hau mir die Rübe weg. Wenn es mal ging, halt den Kopf still, dann hast du es hinter dir. Auf immer Wiedersehen. Mann, der ist ja noch zum Schluss richtig gut gehüpft. So, okay. Wir müssen in die Richtung. Wir müssen da irgendwas. Warte. Da. Irgendwie in die Richtung. Und der okay. Nächste Nachruf. Echt jetzt? Du brauchst gar nicht weglaufen. Genau, immer schön zu mir kommen. Dann kriegst du auch noch ein paar Kugeln ab hier. Okay. Gut. Klemmbrett nehmen wir mit. Ordner nehmen wir auch mit. Das Telefon, falls wir mal einen Notruf tätigen müssen. Ne, ich weiß zwar nicht, ob da noch jemand dran geht, aber ist ja egal. So, Sicherheitsaufzeichnungen brauchen wir nicht. Wen interessiert schon Sicherheit? Wir haben eine Kanone. So, Sicherheitsabriegelung aktiv. Und jetzt? Gut, sehr gut. Vault-Tec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Ja, da gucken wir gleich. Lass mich doch erstmal hier, ne? Mit Sicherheit sind da auch noch so ein paar Ghule unterwegs. Okay. Darunter also. Aber ich will mal was gegen die Radioaktivität tun. Und zwar Hilfsmittel. Right away. Naja, das muss helfen. Gut. Moment mal. Ich glaube, der tut nichts. Hallo? Kann man mit dir reden?
Echt jetzt? Ich meine, ich mag den jetzt nicht erschießen. Weil der tut ja keinem was. Okay. Was ist los mit dir? Soll ich ihn jetzt erschießen oder nicht? Ich gucke einfach mal in die Quests. Vielleicht sollen wir den ja erschießen. Ich mag das eigentlich nicht. So Viecher erschießen, die eigentlich... Finde die Steuertafel. Mehr nicht. Ich dachte, das hätte ich getan. So. Hier ist sonst nichts, oder? Nuka-Cola willst du sowieso nicht, glaube ich. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Jetzt sag nicht, ich muss den wirklich erschießen. Den armen Kerl, wo doch keinem was tut. Wow, pass auf! Okay, wenn Piper sowas schon sagt, ne? Aber was mache ich dann? Ist der jetzt, ich weiß es nicht. Soll ich den jetzt erschießen oder nicht? Ich meine, er tut doch keinem was hier. Der ist doch voll harmlos, der ist doch so putzig. Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich habe so das Gefühl, dass ich das tatsächlich tun muss. Nein, so war das nicht gedacht. Ich habe das jetzt erstmal gespeichert. Ah, fuck. So. Aha. Deshalb. Dem war ein bisschen was versteckt. So, also. Dann muss ich jetzt da lang. Also musste ich den wohl doch erschießen. Irgendwie tut er mir jetzt leid. So. Okay. Was heißt das jetzt? Was? Beseitige was? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob haben wir jetzt hier so Sachen? Zusätzlich? Da. Piper nicht im Weg stehen. Da haben wir Vortec-Teile. Okay. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen noch abfarmen. Den mache ich jetzt nicht weg. Da ist mit Sicherheit noch Zeug drin. So, ich will erstmal schauen, was unsere Aufgabe sagt hier genau. Beseitige den Schutt. Ah, ich soll Schutt beseitigen. Schutt beseitigen, wo? Irgendwo da. Ah, okay, gut. Machen wir das doch. Nehmen wir alles mit hier. Oh. Oh. Hier können wir eine ganze Menge. Hallo. Na, schöne Frau. Oh Mann. Die will ich nicht im Bett liegen haben. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Ja. Du kommst aus einem Vault. Ja. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tec. Was Nein. ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Vault-Tec-Signal ist einfach das Richtige. Das war doch nur ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Sehr löblich. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese okay. 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Du hast da einen Fleck auf dem Kleid. Er sollte mein ganzer Stolz werden.
Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele starben. Vielleicht hatten sie Glück. Die Strahlung. Irgendwie habe ich überlebt. Halt, Julian. Was machst du da? Ey. Julian, was machst du da? Ja. Julian. Nein. Hau ab, Mann. Oh nein. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Komm, schieße mal die Beine weg, dann ist das schon mal harmlos. Das ist schrecklich. Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlebt. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Ja, dir gegenüber, du bist ja auch ein Ghoul. Sie von ihrem Leid zu erlösen. Hast du hier noch mehr davon? Tu, was du für richtig hältst. Ja, wenn sie mich angreifen, bringt mir das nicht viel, aber die Schreibmaschine nehme ich hier. Ich warte, bis du fertig bist. Okay, dann warte mal. Ich schaue mich mal gerade um, ne? Mal gucken, ob hier noch was rumrennt, was hier ärgert. Oh. Endlich von ihrem Leid zu erlösen. Was war das? Was das war? Ein leuchtender Ghoul. Tu was. Ja. Ja. Zwei Ghule kann ich nicht gebrauchen. Ich hab dir doch die Beine weggeschossen, dachte ich. Na gut, jetzt läuft er auf jeden Fall nicht mehr weg. So, haben wir hier noch mehr? Jo. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja. Ich kümmere mich erstmal um die Laufenden. Da bist du ja. Ernsthaft? Piper kommt dann nicht mit, wenn der noch liegt. Das ist blöd. Aber, fang nichts an, was die soll mir dann helfen. So. Gut. Dann. Tu, was du für richtig hältst. Ja. Ich würde das ja gerne lassen. Es ist besser, wenn Karl erinnert. Ich würde es gerne lassen, wenn es nach mir ginge. Aber offensichtlich geht's nicht anders. Deine Gliedmaßen auf, Blue. Wilde Ghule. Ja, aber der liegt schon, siehst du? Mir gefällt das überhaupt nicht, dass ich den da am Boden, ne? Liegt doch schon. Du bist da echt wacker geschlagen, Blue. Gnadenschuss, ne? Ja. Ja, tut mir leid. Ich hätte sie ja gerne in Ruhe gelassen, aber die haben mich angegriffen und die hätten das auch weitergemacht. Vorzugraben. Mit der Steuertafel. Auch aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier. Unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Ja, so sieht's aus. Was genau für Experimente? Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber okay. Die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Wer ist Dr. Brown? Du hast Dr. Brown erwähnt. Wer ist das? Dr. Brown ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Okay, Vortex sind Schweine. Sollten wir mit der Tür... Ey, ich bin jetzt mal knallhart. Weil die haben ja eigentlich nur Scheiße gemacht. Ich meine, die haben zugelassen, dass ihr Mann getötet wurde, ihr Kind geraubt wurde. Ne, und anstatt dass sie in der Vault leben, wurden sie eingefroren, ne, von vorn bis hinten verarscht. Vortex hat mein Leben zerstört. Von mir aus kann der ganze Laden niederbrennen. Oh, ich...
Ich verstehe, dass ein früherer Vault-Bewohner gewisse Gefühle hegen könnte. Pass auf. Ich möchte, dass du die Experimente durchführst. Was? Wenn dir dabei etwas Unmoralisches auffällt, dann lass das einfach weg. Oder verändere die Parameter des Experiments. Ich versichere dir, diese Geräte können das Leben der Menschen leichter machen. Lass es mich dir beweisen. Diese Experimente lassen sich also auch ethisch vertretbar durchführen? Wenn du das Potenzial der Prototypen unbedingt begrenzen willst, ja. Du kannst jeden ethischen Standard einhalten, den du möchtest. Ich würde dir empfehlen, etwas offener zu sein. Aber die Wahl liegt letztlich bei dir. Ja, also wenn die Wahl bei mir liegt, ist das in Ordnung. Wir sind uns einig, Aufseherin. Gut, dann lass uns anfangen. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Vault 88. Vault, vor allem, ne? Okay. Erstmal müssen wir da irgendwo hin. Okay. Warte mal, da müssen wir hier wahrscheinlich irgendwo raus. Naja, es sollte zumindest mal eine Vault werden, ne? Die Ansätze sind ja da. Warte mal. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Da. Genau. Ach so. Ja, so geht's natürlich auch. Warte mal, erstmal hier. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? So. Jetzt können wir auch diesen machen. Da ist das dann nicht mehr schlimm. Okay. Aha. Hier können wir so abbauen und so, ne? Komm, mach mal hier mal so ein bisschen sauber. Den ganzen Trümmer hier weg. Ne? Dass wir hier so ein bisschen mal blicken, was hier los ist. Ach, das können wir auch abbauen. Wasserturm. Ich weiß nicht, ob der jetzt... Bringt der Wasser? Ich weiß es nicht. Machen wir das alles mal weg hier. Ja, den können wir nicht wegmachen. Echt jetzt? Das können wir... Ich habe doch die Mod gar nicht drin, oder? Dass ich hier alles abbauen kann. Hoffe ich zumindest. Na? Das will er nicht. Okay, doch jetzt. Okay, weiter geht nicht. Aber ich sollte vielleicht erstmal gucken. Nicht, dass ich hier... Haha. Siehste? Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. In den Schränken auch nicht. Gut. Ich denke, dann können wir den Waggon wegnehmen. Ja, es ist auch ein komplettes Teil. So, hier nochmal reinschauen. Hier noch irgendwas Separates. Nee, sieht nicht so aus, weg. Das nehmen wir auch mit. Die Schienen kann ich nicht abbauen. Aber hier. Ja, da kriegen wir eine schöne Grundlage zum Bauen hier. Ist da was drin? Warte mal. Es wäre doch schade drum. Das stellen wir erstmal so hier beiseite. Aber das Ding, das sieht so, ne? Das sieht ja eigentlich schick aus. So. Ach was. Da oben hängt auch noch was. Gut, das lasse ich aber da dran. Aha. Komm, das machen wir weg. Ich setze dann da völlig neu an. Na, komm. Halt, ich will erst mal gucken, ob da was drin liegt. Nee. Kann weg. So. Erstmal das da drauf wegnehmen.
So. Fangen wir auch gleich an zu bauen. Den Waggon, den lasse ich dir, Mädel. Den lasse ich dir mal. Damit du noch irgendwo schlafen kannst, ne? Nein. Hatte ich nicht vor. Ich wollte es einfach entsorgen. Einfach weg. Halt! Ne? Ganz so schnell sind wir nicht. Gut, das können wir auch entsorgen. Das wird alles recycelt. So. Da irgendwas drin? Nee. So, das nehmen wir alles hier weg. Ja, das wird gleich noch ein bisschen dunkler, würde ich sagen. Ne? Doch, geht. Ich dachte schon, das könnte ich jetzt nicht wegnehmen. So mittendrin. Okay, gehört alles zusammen. Oh, das gibt Kleber. Kleber ist immer gut. So, halt. Erst das, dann das. Weil so ab und zu ist es mich dann so, dass dann die Sachen verschwinden, die da oben drauf sind. So. Nee, da will ich erstmal reingucken. Siehste, dachte ich es mir doch. So, und da wollte ich auch reingucken. Da ist nichts drin. Gut. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... Ne? Ja, heute habe ich es wieder. So, laden wir das alles ein hier. Weg. Auf jeden Fall kriegen wir genug Zeug zusammen. Das verbauen... Das gibt... Nur 20 Stahl und 30 Beton für so einen Haufen? Alter Schwede. Wow. Hey, da geht's noch weiter. Warte mal, war das unser Vault-Eingang? Nee. Nee, glaube ich nicht. Das können wir nicht abbauen. Das wollte ich stehen lassen. Gut, hauen wir das hier weg. Das hier. Ah! Das war jetzt nicht so gut. Zehn Stahl, nukleares Material, Gummi, Keramik, Kupfer und Aluminium. Naja, gut. Wer weiß, was die damit vorhatten mit dem Teil. So, den Haufen kann ich nicht wegnehmen. Ja, da ist auch wieder so ein Haufen Zeug drin. Ist doch gut, finde ich gut. Hauptsache, wir kriegen genug Material zusammen. Und ich werde hier auch die Begrenzung wieder aufheben, damit wir hier wirklich viel bauen können. Das wäre ja sonst sinnlos. Ne, ist nichts drin. Nehmen wir es weg. So, ich hoffe, das kann ich auch wegnehmen. Jupp. Aha. Ja, gut. So. Den Wasserturm, komm, den machen wir weg. So, hier nochmal schauen erstmal, bevor ich da... Ne, das gehört alles zusammen. Gut, hier nochmal schauen. Ne, hier ist nichts drin, denke ich. Nichts Separates. Gut. Das können wir auch entsorgen. Ja, mehr kriegen wir hier nicht weg. Gut. Da war ich schon drin. Da ist nichts. Gut, dann nehmen wir das noch mit. Das. Das. Halt, nee, den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir nehmen erst oben ab. Kann ich die nicht separat nehmen? Nee. Hier ist auch sonst nichts. Nö. Okay, nehmen wir den runter, dann das weg. Sonst wäre nämlich uns das ganze Ding wieder verschwunden. Das wäre blöd gewesen. Hätten wir wieder Verlust gehabt, jede Menge. Also ich räume hier erstmal vollständig auf. Und dann muss ich hier noch ein Dings erstellen. Eine Handelsroute. Weil ich bin mir sicher, dass das Material nicht reichen wird. Bei dem, was ich baue. Und da muss ich die Leichen noch wegschaffen.
Okay, den lasse ich dir noch, dass du was, dass du essen kochen kannst, ne? Ich will dich ja nicht verhungern lassen. Den können wir nicht rausnehmen. Den Schrank lasse ich auch mal noch stehen, da muss ich nochmal reingucken, ob da was ist noch. Gehört alles zusammen, ne? Jo. Okay. Ach. Ich dachte schon, hier geht's nicht raus. Also hier ist eine Menge Zeug auf jeden Fall. Ja, dann kommt ja ein DLC, kommt ja noch. Und zwar, lass mich kurz überlegen. Genau, Nuka Cola World. Da bin ich mir aber nicht so sicher, ob ich das so let's playen werde. Ich meine, wenn die Option besteht, dass man Siedlungen, weil das ist ja nun mal so, dass man Siedlungen überfällt. Wenn dann die Option besteht, dass... mach mal weg. Dass man andere Siedlungen überfällt und nicht unbedingt seine eigenen. Dann könnte ich mich vielleicht dazu überreden lassen. Aber ich spiele erstens nicht gern den Bösen. Und zweitens, ich habe die Siedlungen da mühevoll aufgebaut. Ich sehe nicht ein, dass ich da die Leute, die ich da angesiedelt habe, ne, was ewig gedauert hat, bis das wirklich so die Ortschaften alle so groß waren, dass ich das wieder zerstöre. Ne, ich meine, die Ortschaften werden wahrscheinlich weniger drunter leiden, aber die Bewohner, ne, das würde mich dann doch stören. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Also auf jeden Fall eine Menge Wallteile. Treppenaufgänge. Okay. Okay. Hier dann nochmal in Rot. Ich meine, die Farbe ist da eigentlich völlig schnurz. Weiß nicht, ob sie da, warum sie da zwei Farben hätten. Sie eigentlich auch neutral machen können. So weiß oder schwarz von außen, ne? Warst du da dran? Wahrscheinlich eher nicht. Ne, da flippt das hoch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ansnappt. Ich will mal gerade schauen. Ah, hier, das scheint so ein Verbindungsstück zu sein. Ja, das snappt an. Und dann kann man die anderen, denke ich, mal dran machen. Ich will das mal ausprobieren. Ne, das snappt nicht an. Oder es ist nur dafür gedacht, dass man hier vom Blauen ins Rote übergehen kann. Gibt es da auch so ein Verbindungsstück? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Okay. Lauter Einzelteile. Ne, wir haben hier kein Verbindungsstück dafür, oder? Komm, den Eingang, den sollten wir vielleicht auch absichern. Dass nicht jeder hier reinspaziert in unsere Vault, ne? Das soll dann unsere eigentliche Vault werden. So, jetzt will ich mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Oder ist das Verbindungsstück? Nee. Ist da irgendein Stück, was irgendwie schmaler ist? Was dann da angesnappt werden könnte? Sieht nicht so aus. Halt, warte mal. Jo. Genau, weil das wäre ja Blödsinn, wenn wir da nur mit diesen breiten Teilen gebaut hätten. Das heißt, das hier bräuchten wir theoretisch gar nicht. Wir können das hier direkt dran setzen. Aber erstmal machen wir die Tür darüber, würde ich sagen. So. Genau. Dann können wir nämlich auch mit den großen Teilen arbeiten hier. Lässt sich sowieso schönere Räume bauen dann, denke ich. Falls das überhaupt noch ansnappt. Ha?
So, so geht's. Andersrum nicht. Doch. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier so, so nach rechts und links so ein bisschen ab. Dass wir hier so eine Abzweigung haben. Ne? So, und dann könnten wir eigentlich... Warte mal. Ne, wir machen hier. Ne, das ist das nicht. Das da. So. Genau. Dann haben wir hier schöne breite Wände. So. Jawohl. Das ist doch gut. Okay. Gut. Dann machen wir... Ne, wir machen das anders. Ich mach mal hier zwischen weg. Die setzen wir mal... Das setzen wir mal ein Stück raus. Ich setze das jetzt einfach mal erstmal so dahin. Weil ich überlege nämlich, dass ich da ein Zwischenstück hinmachen könnte, wo es dann zu einem Raum reingehen könnte. Warte mal, das ist doch so ein Teil, ne? Aber das ist von der anderen Seite offen. Das ist doof. Weil ich jetzt gern das dann so mit so einer Tür irgendwie... Ne, werden wir anders machen müssen. Warte, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das mache. Wenn das noch dazwischen geht. Ne, geht es natürlich nicht. Setzen wir das mal dahin. So, dann den dahin. Jupp, geht. Dann den dazwischen. Da ansnappen. Ja, das ist ein bisschen Fummelei. So, dann hätten wir hier. Da könnten wir unseren ersten Raum hinmachen. Würde ich sagen. Und zwar, genau, diesen. Ne, so mit Tür. Dann machen wir hier unseren ersten Raum so hin. Wenn das überhaupt so geht, wie ich mir das vorstelle. Aber meistens ist es dann Murks, sondern geht das nix. Hahaha. Das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Was ist das denn hier? Das hätte ja auch so wunderbar klappen können. Ist das eine Tür? Das sieht aus wie eine Tür, oder? Hm. Ich will mal gucken hier. Da gibt es doch mit Sicherheit noch mehr Möglichkeiten. Das nimmt gar nichts mehr an. Das geht überhaupt nicht. Jetzt will ich mal gucken. Nee, das nimmt gar nichts mehr an. Gut, das Teil können wir komplett vergessen. Dann machen wir... Machen wir es anders. Halt, warte mal. Das ist rechte Tür. Das ist linke Tür. Ich frage mich, wozu die Tür sein soll, wenn man da gar nichts ansnappen kann. Hm. Weil mich würde jetzt mal interessieren, wie ich da jetzt... Das muss doch irgendwie gehen. Warte mal, was ist das letzte hier? Geschlossene Wand. Ja, das war das mit dem... Tor. Nee, das gefällt mir nicht. Weil ich würde ja ganz gern so. Und dann würde ich da ganz gern so einen Raum irgendwie dran zaubern, ne? Ach. Ach, so. Ja, ja. Jetzt, das ergibt Sinn. So, dann können wir nämlich auch. So, dann machen wir hier. Warte mal. So, dann machen wir hier, ne, das ist eine Tür, Wand hätte ich gerne. So, zack, zack, jawoll, ja das geht doch, das ist doch prima Sache. Jetzt brauche ich mal so ein Eckstück, ist das ein Eckstück? Jo. Weil ich will sie nicht so mega groß machen, die Räume.
Ne? Ich werde da auch noch ein paar Treppen hinmachen. So, jetzt warte mal. Das war das. Nee. Ich hätte gerne nochmal so ein Wandstück. Genau. Nochmal so ein Wandstück. So. So. Dann, ja. Genau. Da brauche ich nochmal so ein Eckstück. Komm, die hauen wir mal dazwischen. Dass wir hier Decke und Boden haben. Genau. So. Dann Eckstück nochmal. So. Genau. Dann machen wir hier eine Wand hin. Wo hatte ich denn die da? So. Ich muss nur dann hinterher darauf achten, wenn ich alles gebaut habe, dass ich dann auch irgendwo da noch wieder reinkomme, ne? Eben wolltest du doch. Ha? Das veräppelt mich. So, okay. Schauen wir uns das mal an. Den setzen wir erstmal da dran. Nee, da will ich noch was dazwischen. Ich will ja noch weitere Räume machen. So, dann haben wir hier, haben wir quasi unseren ersten Raum erstellt, ne? Ja. Jawoll. Aber das finde ich mal richtig geil, dass man seine eigene Welt bauen kann. Das ist so richtig nice. So, und das da, das müssen wir wegmachen. Auf jeden Fall. Den packen wir da irgendwo da hinten hin. Ich wette, da muss ich den hinterher auch wieder wegmachen. Weil ich dann irgendwas da hinten hinbauen will. Aber ich packe ihn erstmal dahin. Weil ich glaube, dass das dann stören wird, wenn ich da dann was hinsetze. Nee, das kann ich nicht nehmen. Doch. Wollte ich doch sagen. So schwer ist es nicht. So, halt, da ist noch was. Da müssen wir nochmal hin. Ich sehe es gerade. Da wartet noch was auf uns. Stimmt, die hat ja noch was gesagt von einem Experiment. Achso, ich soll irgendwas bauen, was Spezielles. Warte mal. Baut den Aufseher einen Schreibtisch. Okay, gut. Bauen wir einen Schreibtisch. Ja, ist klar. Den Schreibtisch, den machen wir. Den machen wir in den ersten Raum, den wir gebaut haben, ne? So, das heißt, hier werden keine Schreibtische dabei sein, oder? Das ist ja hier wortspezifische sind, nee. Das heißt, warte mal. Sonst hatten sie doch immer. Genau. Das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht. So, den machen wir da hier so hin. Ja. Genau. Ich sag bloß, das Ding funktioniert. Hauptdirektive. Schauen wir mal. Vault 88 wurde geschaffen, um verschiedene Prototypen zu testen, die dann später auch in den anderen Vaults eingeführt werden sollen. Sobald Vault 88 voll funktionstüchtig ist, gehen wir davon aus, dass mehrere Gerätereien pro Geschäftsquartal, was Geschäftsquartal, für die Massenproduktion bereit machen können. Die Prototypen sind zwar noch etwas unausgereift, so werden, also sie werden also ihr Bestes geben. Okay, anders als bei anderen Worts schicken wir bereits vor Eintritt eines Katastrophenszenarios Testsubjekte. Bestenfalls können sie im Frühjahr 2078 mit den ersten Subjekten rechnen. Nutzen sie. Was? Naja, eigentlich nicht wirklich für mich interessant.
muss ich gestehen. So, also die hat jetzt ihren Schreibtisch. Soll sie happy sein? Und soll mich in Ruhe Walt bauen lassen. Entschuldigung. Ne? Ach, ja. Ich kann es kaum glauben. Mein Aufseherschreibtisch. Jo. Nach all der Zeit. Okay, und wo gehst du jetzt hin? Hallo? Soll ich dir jetzt folgen? Ich muss sicher gehen, dass im Terminal alles ist, was ich brauche. Okay, gut, dann mach dich ab. Los, geh, geh, ja, geh! Mann! Ja, Piper, der ist auf jeden Fall tot. Mich würde mal interessieren, wo das alles hinführt hier. Weil da können wir ja nicht abbauen. Echt jetzt? Nein! Geh mal da rein. Nee? Besser? Ist das jetzt besser? So. Ich gehe auch mal rein. So, und? Basterstuhl? Ist das gut so? Bist du zufrieden? Und nimm demnächst die Tür und nicht die Wand. Ja, was denn? Hey. Das... Bitte sei nachsichtig. Ich hab so lang gewartet. Aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche am Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Musst du beim Schreiben nicht auf dem Monitor irgendwie gucken, dass du weißt, was du da schreibst? Okay, perfekte Versuchspersonen? Ich weiß nicht. Versuchspersonen, das gefällt mir irgendwie nicht. Ein Versuchskaninchen finden, ja? Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Auch wenn es passend ist. Wie ich sehe, hast du bereits den Funkleitstrahl des Vaults eingeschaltet. Gut. Was? Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Ich hab alles verschrottet. Hast du das nicht mitgekriegt? Jetzt versuch nicht wieder durch die Wand zu gehen. Dein Ernst? Ich lass dich da jetzt stehen. Ich lass dich da verrotten. Okay, ich muss da irgendwie hin. Okay. Ich hab so das dumme Gefühl, dass ich die brauchen werde. Okay. Weil hier kann ich keinen Baumodus machen. Wenn ich da faul drücke, dann... Ich wusste es. Irgendwas hey, war hier. Da draußen ist was. Hallo? Echt noch mehr? Mann. Greif einfach zu. Ja, mache ich sowieso. Brauchst du mir nicht erzählen. So, nehmen wir natürlich gleich mit. Ja, und ich bin schon wieder radioaktiv verseucht. Ist klar. Okay, da muss ich irgendwie hin und da. Gut. Warte mal. Hier geht's nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich da raus und dann woanders rein.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da durch muss. Oder doch? Ich guck mal da. Pass auf, da könnten noch mehr im Boden lauern. Ja. Wusste ich, dass du wieder rauskommst. Das war eine legendäre. Mann. Okay. Schauen wir hier mal weiter. Mal gucken, wo das hier alles hinführt. Okay. In den Arsch. Und Level Up. So, schauen wir mal. Ne, ich muss da wahrscheinlich zurück. Ich bin hier wahrscheinlich völlig falsch. Aber hier gibt es offensichtlich mehrere Eingänge. Vielleicht kann man uns das ja auch noch zunutze machen. Ich hoffe nur, dass ich da finde, was gesucht wird. Warte mal. Machen wir mal die örtliche Ach, du Heiland, da blicke ich doch nicht durch. Das ist etwas weiter raus, würde ich sagen. Das ist etwas weiter raus. Gut, gehen wir in einer anderen Folge mal näher drauf ein. Ich werde da jetzt erstmal sehen, dass ich hier wieder rauskomme. Ne? Die Kiste lassen wir schön da stehen. Vielleicht. Warte mal. Das sieht eigentlich eher schon richtig aus. Ne, da kommen wir ja. Doch, das könnte sein. Nehmen wir mit. Jo. Hallo. Hab dich gesehen. Hier sind auch noch Vault-Tec-Teile. War so klar. Oh, was war das? Da ist wer. Sieht ja. Freundlich aus. Hättest du ja längst mal erschießen können. Hier, die wollen mich fressen. Merkst du noch was? Nicht, ob das bei anderen Journalisten. Wo sind die denn nur hin? Wo die hin sind, die knabbern an mir. Blöde Kuh. Echt mal. Hast zwar einen geilen Arsch, aber kriegst nichts mit hier. So. Jetzt wollte ich mal gucken. Nee, hier bin ich doch definitiv auch falsch. Gehen wir mal hier durch. Da ist nix. Nicht im Ernst. Ja. Verpiss dich. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. War eine Maulwurfsratte. Schon wieder. Und ich wette, hier sind noch mehr von den Scheißviechern. Erkunde Vault-Tec abgeschlossen, was? Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Ja, noch. Kriegen wir schon das irgendwie klein. Hier. So. Also ich habe das Gefühl, dass ich hier völlig falsch bin. Und ich werde mein Wenn es doch nur eine Verbindung für das Zeug geben würde. Ja, ja, haben wir. Gewinne immer neue Sprüche an. Ist langweilig. Echt jetzt?
arme, dreckige Kuh. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Ja, wenn du mir mal helfen würdest dabei. Da sind doch noch mehr. Da sind doch noch mehr. Ich höre sie doch trapsen da. Nachtigall, ich höre trapsen. Das dann nehmen wir mit. Die sind weiter oben. Jupp. Aber da können wir nicht durch. Da geht keine Tür, kein gar nichts. Nö. Okay, dann sollen sie mir egal sein. Hier geht's auch sonst nirgends hoch. Nehmen wir das Zeug hier mit. So. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da zu den Punkten hinkommen soll, die uns da gezeigt werden. Oder ist es hier noch im Keller? Irgendwo? Ne, hier sind wir ja hergekommen. Warte mal. Da war doch noch eine Tür. Ein Durchgang. Genau. Ach, hier kommen wir wohl wieder zurück. Nee. Das ist radioaktiv verseucht. Ja, keine Ahnung. Das soll, muss da irgendwo sein. Warte mal. Jo. Jo, das sieht richtig aus. Funktioniert ohne Steuertafel nicht. Das heißt, hier muss ich noch eine Steuertafel suchen. Echt jetzt? Ne, habe ich jetzt nicht in der Kiste aufgehoben. Aber wo finde ich denn hier jetzt eine Steuertafel? Das heißt, hier kann man noch weitere Teile zu Vault bauen oder was? Klebeband, nö. Halt, habe ich das jetzt aufgehoben? Nee. Ja, ich sammle immer ziemlich schnell ein. Die Nuka-Cola nehmen wir auch mit. Und ich guck gerade auf die Uhr. Ja, ich überziehe schon wieder völlig. Piper? 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 Naja. Du bist nicht blond oder so, ne? So haarig gefärbt. Bestimmt. Okay. Nein, ich habe natürlich nichts gegen Blonde. Im Gegenteil, sind wunderhübsch. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss.